Jetzt testen wir für euch das neue U-Price von Roam. Roam hat nach einer Saison Abstinenz mit einem neuen Shape wieder zurück ins Splitboarding gefunden. Willkommen im schönen Pitztal auf 3044 Metern. Viel Spaß beim ersten Splitboard-Test der Saison 21/22 von und mit Mr. Splitboards. Roam SDS, was soll ich sagen? Nach drei so guten Jahren einer wirklich stabilen Leistung die fatale Fehlentscheidung aus dem Splitboarding auszusteigen. Aber zum Glück, auch dank mir und dem Max, der Vertrieb für Deutschland, haben sie sich zurückgekämpft diese Saison mit einem interessanten Angebot. Gleicher Shape wie früher, minimale Änderung, aber dafür für einen unschlagbaren Preis von 599 Euro. Tolle Fahrperformance, macht brav alles, was es soll. Und in Kombination mit einer Union, ein Shape, ein Splitboard, was man für so wenig Geld niegelnagelneu bekommt, da kann nicht mal der Gebrauchtmarkt mithalten. Flüssiger Kantenwechsel, kein Problem. Die Piste wird schon ein bisschen härter und ziehen die Backside schön auf der harten Piste rüber. Leicht wackelig, aber alles okay. Jawohl. Auch die Kurzschwünge, kein Thema. Stellt sich schön drauf. Gute Laufruhe. Sehr schön. Jawohl, die Jacke knattert. Und wir schauen mal, was die großen Radien machen. Jawohl, auch kein Thema. Das U-Price zum Hammerhard hat ebenfalls die harte Piste im Pitfall bestanden im Test. Reagiert schön auf allen Input und lässt sich tiptop kontrollieren. Roam ist ja zum Glück zurückgekommen auf den Splitboard-Markt und hat dieses Jahr neu mit dem U-Price einen Hammerpreis in der Empfehlung, und zwar unter 600 Euro. Wenn ihr das mit einer Union-Bindung kombiniert, habt ihr wirklich ein super günstiges Setup, was sich im Punkto Aufstieg nicht großartig von einem sehr viel teureren unterscheidet. Im Gewicht natürlich ein bisschen, dann ist die Union ein bisschen hakeliger wegen dem Splint. Aber ansonsten ist das wirklich das Rundum-Sorglos-Paket, was alles kann, was es soll.